Heute trainen wir uns von einer Cat zu einer Titanic Cat in Pet Center 99. In der ersten Folge konnten wir uns schon zu zwei Huge Pets hochtraden. Und in der zweiten Folge traden wir uns sogar einen Huge Capybara. Und das, obwohl alles nur mit einer Katze angefangen hat. 18k? Ja, von mir aus. Das wäre sogar Profit, lustigerweise. Das wäre über Rap-Value. Kann ich aber gerne nehmen, ne? 18k für ein Ticket nehme ich gerne. Haben wir jetzt schon mal unser Free-Ticket. Direkt aber los. Natürlich sind 18k Gems jetzt nicht die Welt, ne? Ich habe ja auch hier schon mal 41k Gems. Jetzt sind natürlich 60k Gems, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. So, erstmal ein paar unserer Pets in die Booth für Rap-Video reinwerfen und dann erstmal, sobald die verkauft werden, Pets für unter Rap-Video kaufen. Also exakt die gleiche Taktik, die wir davor hatten. Was ehrlich gesagt auch die einzige Taktik ist, die momentan funktioniert. Ist das gut? 8 Millionen Gems? Ich meine, ich mache 8 Millionen Gems gerne, sage ich ehrlich. Kann man machen. Und der nimmt sogar den Trade an. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir haben gerade easy 8 Millionen Gems Profit gemacht. Okay, nicht 8 Millionen Gems, sondern 1 Million Gems Profit gemacht, aber nehme ich gerne an. Den Orange Axolotl, den Peppermint Angelus. Ich würde dir dafür halt 550k geben. So mehr würde ich dir jetzt auch nicht geben. Peppermint Angelus. 600k oder 550 bleiben. Ich gebe dir keine 600k für den Peppermint Angelus. Du kriegst keine 550k für den Angelus. So, ich bin nicht blöd. Warum keine 600k? Hier für den Peppermint Angelus kriegst du hier den Storm Dominus. Ah, okay, mit Orange Axolotl. Okay, das können wir machen. Da können wir 550k machen wiederum. So geht das tatsächlich. Aber nicht nur für den Peppermint Angelus. Also ich bin nicht blöd. 3,2 Millionen Gems gegen Peppermint Angelus. Wie wär's mit 3,1 Millionen, Lukas? 3,15. Können wir machen. Das wären dann immer noch circa 100k Gems Profit für mich. Ungefähr. Dann kriegst du aber deine 3,15 Millionen Gems, Lukas. Was Gutes, bitte. 398k. Wir können dir tatsächlich sogar was dafür anbieten. Ja, ich kann dir dafür 2 Unicorn Dranks anbieten, tatsächlich. Da hast du sie. 8 Orange Axolotl. Okay, warte. Ich würde dir dafür 1,3 Millionen anbieten. 1,45 maybe. Ja, komm, machen wir 1,45. Let's go. Da sind deine 1,45 Millionen Gems. Minus kann ich hier sowieso eigentlich nicht machen. Deswegen, komm, wisst ihr was? Wir kaufen die Exclusive Fruit Eggs für 2,04 Millionen beziehungsweise für Rap-Wert. Den normalen Huge Happy Rock willst du opfern? Was ist das für eine Frage? Ich gebe dir alle meine Peppermint Angelus. Ich gebe dir Mosaic Lamb. Ich gebe dir Orange Axolotl und ich gebe dir nochmal 500k Gems. Sollte ein fairer Trade sein. Und er nimmt sogar den Trade an. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich für uns. Was gibst du für den Huge Happy Rock? Huge Johnny Narwhal. Du kriegst von mir nochmal 800k. Machst du den Trade? 900k. Kritisch. Nee, können wir nicht machen. 900k wäre Minus. 850k. 830k wäre machbar. Deal. Und dann machen wir 830k erstmal. Das sind leider 830k plus natürlich dem Huge gegen den Huge Johnny Narwhal. Das will Lucky Block aufhören. Kann ich gerne machen. Ich würde die Lucky Block einfach für 3,3 Millionen abkaufen. Weil Lucky Block kann wirklich interessant werden die nächsten Wochen. Die nächste Woche, wenn das Update rauskommt. Haben wir jetzt schon mal ein Buch hier, ein Lucky Block Buch hier gekauft. Ist jetzt kein Profit wirklich, aber ich hoffe, dass es demnächst durch das neue Update an Wert steigen wird. Und jetzt, wo man es noch billig kaufen kann, kaufe ich lieber jetzt einfach ein. Halten wir das einfach ein paar Tage, ist fertig. Redstone Cat. Ich gebe dir dafür 230k. Let's go, nimmst du an. 240k. Ja, komm, machen wir 240k. Und dann haben wir jetzt erstmal nochmal eine weitere Redstone Cat. Jetzt nicht viel Profit. Ich glaube, 20k Gems oder so ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem. Mein einziger Exclusives. Blueberry Cow. Ich gebe dir dafür 100k. Da kriegst du erstmal 100k Gems für die Blueberry Cow. Binnyreal Tickets. 23 Stücke. Ich gebe dir dafür 370k. Ich will dafür eigentlich nicht traden, sage ich ehrlich. Ich gebe dir nicht mehr als 370k. Da gibt es auch kein Verhandeln. Wenn du jetzt versuchst zu verhandeln, ich lehne ab und der lehnt nicht ab. Ich mag dir aber das Ticket ehrlich gesagt nicht traden. Bin ich ehrlich. So diese 30k Gems sind mir eigentlich komplett egal. Ach du meine Güte. Wir sehen gerade wortwörtlich den Scam. Einen neuen Scam vor unseren Augen. Also jetzt mal no joke. Seht ihr? Jetzt hat er erstmal zu einer Huge Leprechaun Cat geändert. Und damit andere Leute kaufen, hat er extra seinen Freund dazu gepackt. Damit er das kauft. Was? Wir sehen wortwörtlich einen neuen Scam. Zum Glück funktioniert er nur nicht. Aber wild. Und Leute, mein Huge wurde zum Glück gekauft. Können wir einfach mal 12 Millionen Gems in den Trade reinpacken. Ich glaube, daraus wird nichts. Aber dann gehen wir gleich erstmal für ein Huge, der unter Gem bzw. Rap-Value verkauft wird, jagen. 1,2 Millionen für ein Titanic Christmas Present. Können wir das kaufen? Wir können theoretisch 2 für 2,5 Millionen dann verkaufen. Machen dann ungefähr 100.000 Gems Profit. Wir könnten tatsächlich diese beiden hier kaufen. Das wären schon mal easy 100k Gems Profit für uns. Würde das gehen, ist die Frage. Add. Machen wir 6,6. Unter 6,6 lohnt sich das nicht für mich zu kaufen. Und der nimmt sogar an. Das ist doch perfekt. Dann haben wir ein kleines bisschen Profit.
Feed erstmal gemacht. Sehr, sehr wichtig. Und dadurch, dass wir eh nur 3,4 Millionen Gems haben, müssen wir uns sowieso jetzt erstmal drauf fokussieren, den loszuwerden. So, nebenbei können wir außerdem nochmal hier, neben dem Hugh Chell Rock, unsere Titanic Christmas Presents, die wir für billig gekauft haben, verkaufen. Und die Presents wurden direkt gekauft. Das sind schon mal easy 100.000 Gems Profit. Sehr, sehr nice an der Stelle. Ich gebe dir 100k Gems für die Blueberry Cow. Da sind deine 100k Gems. Ich gebe dir 200k für den Cocktail. Da sind deine 200k. Celestial Dragon, ich gebe dir dafür 500k. Und da hast du deine 500k. So, dann können wir erstmal anfangen, die für Gems zu verkaufen. Und hoffentlich werden die auch für Gem Value gekauft. Ey, aber mein Huge wurde gekauft. Sehr, sehr nice. So, ich würde dir für den hier erstmal ein Huge Cupcake geben. Plus nochmal 6 Millionen Gems. So, würdest du annehmen? Ist okay. Wenn ich gut umzuge, ich werde mich so gut darum kümmern. Nice, Alter. Dann haben wir jetzt schon mal ein weiteres Huge uns gekauft. Sehr, sehr gut. Was wir für Rap-Video verkaufen können. Huge Zebra gegen den Huge Cupcake. Ja, komm, wir machen. Und er nimmt sogar den Trade an. Das ist gut tatsächlich. Das Ding ist halt, es ist halt auch eher so ein fairer Trade, weil eben der Huge Zebra sowieso an Wert verlieren wird. Dadurch, dass ich aber Huges nicht kaufe, um die zu behalten, damit die in Zukunft an Wert gewinnen werden, sondern erstmal die kaufe, um zu verkaufen, haben wir trotzdem 100k Gems Profit gemacht, wenn dessen er eigentlich auch 100k Gems Profit gemacht hat. 420 bis 440k. Ich gebe dir 420k dafür. So ein Peppermint Angels nehme ich gerne für 420k an. Fortune Buch. Ja, ich gebe dir dafür 400k. Da sind deine 400k. Offer. Ich gebe dir Peppermint Angels plus nochmal 40k Gems. Gib mir noch Titus dazu. Ey, nimm sogar den Trader an. Perfekt. Da haben wir einen kleinen Profit wieder gemacht. Den Huge Herrock in Gold. Ja, das ist schlecht für unsere Huge Zebra. Und ich kann auch Gems adden. Ja, dann können wir es machen tatsächlich. Wenn du Gems adden kannst für den Zebra, wäre gut. 335k Gems. Können wir machen. Mache ich gerne tatsächlich. Da haben wir schon mal den hier los. Das ist schon sehr, sehr gut tatsächlich. Jetzt müssen wir nur noch unsere 5,7 Millionen Gems loswerden. Eine Nightfall Tiger. Gebt dir für den 450k. 300k? Hast du nicht gesehen. Die 450k hast du nicht gesehen. Die hast du nicht gesehen. Oh mein Gott, okay, zum Glück, zum Glück. Huge Happy Rock. Weißt du was? Ich kaufe dir den Huge Happy Rock ab für 5,41 Millionen Gems. Plus nochmal eine Nightfall Tiger. Let's go. Würdest du den Trade machen? Und er macht den Trade. Perfekt, da haben wir schon mal unsere Gems zum Glück los. Weil ich sage ehrlich, ich würde niemals aufhören mit dieser Serie, beziehungsweise mit der Aufnahme, bevor ich überhaupt noch meine Gems habe. Weil mit Gems aufhören ist das Dümmste, was man machen kann. So, und dann werfen wir erstmal hier unser Fortune Buch für einen Gem rein und hoffen wir, dass wir damit Profit machen. Ja, Fortune Buch für einen Gem. Kommt, Leute. Ein Gem, Digga. Komm, bitte nicht ein Gem. Zwei Gems. Mach doch vernünftige Preise. Da, 20k Gems. Sowas will ich sehen. 513k. Okay, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. 518k. Okay, das ist gut. 528k. Sehr nice. Also, ich, ehrlich gesagt, bin ich wirklich zufrieden, ne? Man sieht ja hier, 543k ist Value. So, ich bin mit den 518k zufrieden. Schon gewesen. Sogar mit weniger. Mit 512k war ich schon zufrieden. Und perfekt, dann haben wir erstmal hier ein Fortune-Buch nochmal weg. Ja, okay, ich kann nicht so viel von dir abkaufen. Ich würde dir den Celestial Dragon tatsächlich für alle meine Gems abkaufen. Das sind alle meine Gems. Würdest du den Trade annehmen? Das wäre sehr gut, ne? Weil dann hätten wir schon mal unsere gesamten Gems endlich weg. Und wir hätten auch keine Items mehr. Perfekt, der nimmt das sogar. Und was ich sagen wollte, wir haben dann auf jeden Fall keine Items mehr, die von Wert sinken werden. Das ist super wichtig. Außer natürlich den Rainbow Swirl, den wir jetzt benutzen werden. Igitt, wir furzen. Okay, Leute. Preston hat gerade dieses Bild hier, diesen Post gemacht auf Twitter, auf dem er erstmal vier neue Bilder zu der neuen Areas zeigt. Die würde ich euch erstmal ersparen, Leute. Worum es mir hierbei geht, ist halt einfach nur, dass jemand geschrieben hat, neue Exclusive Leaks. Also wann kommen die neuen Exclusive Leaks? Und Preston schreibt, nächster Tweet. Und ich ehrlich gesagt, vertraue Preston da. Ich werde jetzt nicht extra abwarten, bis der nächste Tweet kommt, was morgen sein wird, sondern werde ich jetzt erstmal alle meine Exclusives und was weiß ich nicht alles, alles, was wir zusammengesammelt haben, in die Booth reinwerfen und verkaufen. Wir versuchen erstmal alles für Rap-Video zu verkaufen. Und sobald wir alles verkauft haben, kaufen wir dann damit Exclusive Fruit Eggs und hoffen erstmal, dass die so schnell wie es geht für Rap-Video gekauft werden, damit wir so viele Exclusive Fruit Eggs wie möglich kaufen können. Außerdem ist es schon um 300.000 Gems gestiegen seit dem letzten Mal Catch the Titanic, was nicht wirklich nice ist. Also wirklich, seit dem Tweet ist es schon um 300.000 Gems gestiegen. Wir hätten wirklich vorher kaufen müssen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie einfach es sein wird, die Fruit Eggs zu kaufen, aber ich denke mal schon, dass sie mindestens auf 2,2 Millionen Gems steigen werden, sobald das Update draußen ist. Deswegen, wir hätten mehr Profit machen können, hätten wir einfach früher gekauft, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Bin ich ehrlich.
nicht. Gut, Leute, wir haben jetzt erstmal 13 Millionen Gems. Wir versuchen jetzt erstmal die hier in ungefähr am besten halt 6 bis 7 Exclusive Eggs zu traden. 6 bis 7 wären wirklich gut, wenn wir die hinbekommen würden. Die Frage ist halt nur, ob wir die für nicht überteuert finden werden. Okay, hier sind 2 Eggs, die wir erstmal für ein bisschen teurer verkaufen können. Ist aber nicht schlimm. 1,95 Millionen können wir auch immer noch machen. Die haben ja eine Drop von 1,93 Millionen. Und das Ding ist halt, ich bin ehrlich, Leute overpricen die richtig fett. Ich meine, schau dich das an. Das ist nicht die einzige Person, die für 3,7 Millionen pro Stück verkauft. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, warum die Leute das für so einen Preis verkaufen, weil keiner kauft das. Es kauft halt wortwörtlich keiner das. Da ist eine für 2,1 Millionen. Sollten wir die beiden kaufen? Das wäre halt fast 200.000 Gems über Rap. Nee, ich glaube zwar schon, dass die über 200.000 Gems an Wert steigen werden, aber ich glaube, wir werden auch noch genug bei Rap-Value finden, ehrlich gesagt. Ich glaube, das lohnt sich nicht. 2 Millionen wiederum könnte ich tatsächlich zahlen. Also ich glaube, bis zu 100.000 extra kann man zahlen. Ab 100.000 extra würde sich das halt nicht wirklich lohnen, bin ich ehrlich. Da sind nochmal 2 weitere für Rap-Value. Das ist stark. Die nehme ich sofort mit. Jetzt können wir noch, glaube ich, 1 oder 2 kaufen. Ich glaube, nur noch 1 tatsächlich. Aber wenn wir 1 für maximal 2 Millionen sehen würden, wäre schon gut. Weil dann stecke ich die restlichen Gems einfach in Exclusive-Pads vorübergehend. Merkt euch das, Leute. Haltet niemals Gems. Weil Gems verlieren immer an Wert, weil es eben einfach mehr Gems gibt, weil die eben sich mehr erfarmt werden. Und es gibt halt nicht mehr Exclusive-Pads. Beziehungsweise, selbst wenn es mehr Exclusive-Pads gibt, dann wird trotzdem der Wert gleich bleiben, weil es wird nicht so viel mehr geben, dass die Preise richtig fett droppen werden. Deswegen sind Exclusive eine gute Anlagestrategie, falls man sich keine Huges leisten kann. Und das noch den Storm Agony für 960k. Das wäre unter Rap-Value. Und wenn wir den kaufen würden, hätten wir direkt schon mal die Gems, die wir für ein Exclusive ausgeben würden, direkt weg. Was sehr, sehr gut wäre. Jetzt fehlt uns wirklich nur noch ein einziges Exclusive Fruit Egg für einen vernünftigen Preis. 1,99 Millionen. Ja, können wir machen, ist egal. Also diese paar Gems sind jetzt auch nicht die Welt, bin ich ehrlich. Theoretisch kann man auch Partytime-Bücher kaufen, aber das Ding ist ja, Partytime-Bücher sind mir zu unsicher, ehrlich gesagt. Weil es kann sein, dass die Partytime-Bücher an Wert steigen werden, aber auch nur wenn Nummer 1 das Pinata-Event, was auch im nächsten Update rauskommt, gut ist. Und Nummer 2, falls es neue Exclusive-Bücher im nächsten Update geben wird. Was ich zwar persönlich denke, aber die Preise sind schon jetzt viel zu hoch zum Einkaufen. Das Exclusive-Event kann man noch kaufen, weil das ist nur um 300.000 Gems gestiegen. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber das Exclusive-Buch ist wortwörtlich an Wert verdoppelt worden. Also wirklich, das lohnt sich nicht. Aber man kann tatsächlich auch erstmal Blueberry Chaos und was weiß ich nicht was kaufen, weil wenn das Exclusive Egg verschwindet, kann man dann auch erstmal die Exclusive Pets und Huge Pets aus dem Egg und vor allem auch das Satanic Pet aus dem Egg kaufen und damit erstmal ein paar Profite zu machen. Deswegen kaufe ich mir jetzt eigentlich nicht irgendwelche Randoms. Theoretisch, okay, ich habe einen Storm Agony gekauft. Ich hätte mir davon Peppermint Angel Dust kaufen können. Aber ich habe mir trotzdem jetzt erstmal noch einen weiteren Blueberry Chaos für 140k Gems, weil ich nicht mehr habe. Aber Leute verkaufen das leider alles nur für viel zu teuer. Okay, wisst ihr was? Wir kaufen den erstmal für 130k. Weil ich finde hier wortwörtlich keine Blueberry Cow. Und ich habe gerade gesehen, dass die Person 130k Gems für die Cool Cat wollte. Das ist nämlich perfekt. Dann haben wir jetzt schon mal genau auf den Punkt genau unsere Gems weg. Und hoffen wir dann erstmal, dass das Exclusive weg nächstes Update und das Lucky Block Buch nächstes Update richtig fett an Wert gewinnen wird. 29 Crystal Keys. Das Problem ist, wir haben nicht genug Gems dafür. Wir haben nur 222k Gems. Und er packt einen rein. Ja, mit einem kann ich nicht ehrlich gesagt viel anfangen. Und 7 Millionen Gems. Wofür? Willst du meine Eggs abkaufen? Ich würde dir 2 Exclusive Fruit Eggs geben für 7 Millionen. Okay, er packt 6,2 Millionen rein plus 30 Crystal Keys. Naja, sagen wir doch mal, er soll 500k Gems adden. Jetzt hat er 6500 gemacht, das sind 300. Komm, sagen wir nochmal, dass er noch 100k adden soll. Dann könnten wir den Trade machen. Aber das Problem ist halt, Crystal Keys sind nicht wirklich safe. Es kann sein, dass man die für Rap-Value verkaufen kann. Es kann genauso sein, dass keiner die für Rap-Value kaufen will. Okay, er hat 6700 gemacht, können wir machen. So, dann bin ich auf der safen Seite und wenn ich Glück habe, kriege ich sogar noch sehr guten Profit. Aber nur, wenn ich Glück habe. Deswegen, ich weiß nicht, ob Crystal Keys so stabil sind. Haben wir aber schon mal 2 Keys wegbekommen, haben jetzt erstmal fast 7 Millionen Gems. Das ist ziemlich stabil. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch mehr Gems, wenn wir unsere Crystal Keys verkauft bekommen. Ich packe die einfach mal für Rap Value rein. Wenn das gehen würde, wenn die instant gekauft werden, das wäre sehr nice. Let's go, gehen wir erstmal zur Mailbox, denn da habe ich nochmal 3 alte Mails, die ich mir gönnen kann. Cosmic Dragon für 235k. Das wären instant 100k Gems Profit. Deswegen gönne ich mir die erstmal ganz, ganz schnell. 235k an dich. 320k für Gargoyle Dragon nehme ich gerne an. Da sind deine 320k. Und 350k für Dragon Food Dragon. Auch ein guter Preis. Aber es gibt fast 300.000 Dragon Food Dragon. Schaut euch das an. Ja, das ist ja insane, wie oft das existiert, das Pet. Da sind deine 325k Gems. 350k.
20k. Dann sende ich ihm doch mal 25k im Nachhinein. 20k für den Lightning Charm. Ja, könnten wir machen. Ich glaube, den kriegen wir schon für 40k weg. Zwar kein großer Profit sein, aber pff, warum nicht nebenbei? Exclusive Fruit. Ey, ich gebe dir 3 Millionen dafür. Haben wir easy 500.000 Gems Profit. Sehr nice. 300k Gems. Haben wir was für dich? Wir haben was für dich. Nämlich eine Cool Cat. Ich gebe dir 150k für den Holly der Pegasus. 11.822 Gems bitte. Für den Crystal Key. Ich würde trotzdem so 5k Gems ungefähr Profit machen. Also wie viel waren das nochmal? 11.822 oder 21? Ich glaube 21 war das. 1000 Gems. So, da hast du deine Gems. Oder 50k für einen Cocktail. Kann man das machen? Man kann es theoretisch machen. Das wären 20-30k Gems auch wieder. Profit. Mach Profit raus. Ich meine, okay, dann kriegst du von mir 100k für deine Keys. Da sind deine 100k Gems. Und dann kommen wir jetzt nochmal hier. Cocktail für 150k. Hi, Lightning Charm. Kriegst 30k von mir. So, da sind deine 30k Gems für dein Blitzding. Okay, Ticket wurde gekauft und Crystal Key wurde gekauft. Sehr nice, gefällt mir. Dann können wir erstmal weitere Crystal Keys reinwerfen. Und die Crystal Keys wurden wieder gekauft. Okay, das ist gut. 1,1 Millionen. 2 New Year Gifts. Können wir machen. Da sind deine 1,1 Millionen. Gib Exclusive. Was hat er da? 4 Secret Keys. Können wir probieren, ihn dafür in Cosmic Dragon zu geben. Das wären, wenn es gut läuft, 100k Gems Profit. Wir probieren es einfach mal. Ich gebe ihn hier eine Cosmic Dragon. 150k. Cocktail. Ja, kann man machen. Das einzige Problem bei Cocktails ist, dass sie sich halt nicht wirklich gut verkaufen. Bin ich ehrlich. Ich biete dir für 200k einen Cocktail an. Damit würde ich sogar ein bisschen loose machen, weil ich dann unter Rap Value gehen müsste. Aber pff, die 6000 Gems sind jetzt auch nicht die Welt. 1 Million Gems. Was kann ich dir dafür anbieten? Komm, ihr weißt was, ihr gebt dir ein Secret Key, ein Cocktail und ein Exclusive. Für die Millionen Gems. Gib dir einfach mal den Gargoyle Dragon, ist seltener. Der Charm, okay, sehr nice. Dann haben wir schon mal den los. Und jetzt können wir erstmal hier in die Booth auch nochmal unsere Secret Keys reinwerfen für 400k Gems. Dragon Food Dragon wurde gerade eben gekauft, sehr nice. Ich packe auch nochmal hier die New Year's Gifts rein, aber nicht für Rap-Preis, sondern ein bisschen über Rap-Preis. Wir können mal versuchen, den für 3,5 Millionen zu verkaufen, also 1,35 Millionen. Wenn das möglich wäre, wäre sehr nice. So, und ich glaube, wir werfen tatsächlich erstmal ein Lucky Block Buch rein. Ich glaube nicht, dass das Lucky Block Buch noch großartig steigen wird. 4 Criticals Charms. Nee. Ich habe echt keinen Bock auf sowas. Ich gebe dir dafür ein Criticals 2 Buch. Das ist ein guter Trade, finde ich. Als ob man den Trade annimmt. Na gut, okay, der verliert auch nicht wirklich, was ehrlich gesagt bei dem Trade. Bekommt zwar nichts, aber wirklich verlieren tut er jetzt auch nichts. Huge Doodle Cat. Okay, warte mal. Ich glaube, für die können wir sogar offern. Ich gebe hier das Lucky Block Buch, ein Exclusive Fruit Egg und 2 Millionen Gems. Was hältst du davon? 2 Eggs? Oh, kritisch. Nee, das wäre under für mich. Wir könnten das vielleicht so machen, dass ich dann das Lucky Block Buch rauswerfe, ein weiteres Eck hinzufüge und dann 3,5 Millionen Gems rausmache. Geht das klar? Weil das Buch und nochmal 2 Eggs, das wäre viel zu viel für das Huge. So, dann würde ich fetten Minus machen. Ey, wir haben den Trade geschafft. Sehr nice. Haben wir ein bisschen Profit gemacht. Ich denke mal, so 500k Gems sollten da schon drin sein. Das ist sehr, sehr nice. Außerdem haben wir nochmal das New Year's Gift verkauft bekommen. Sehr, sehr nice. Oh, und nochmal Storm Agni wurde gekauft. Sehr, sehr nice. 1 Million Gems. Habe ich was? Nee, ich habe nichts. Könnten aber schnell eine Exclusive für unter 1 Million kaufen. Hätten damit schon mal gute Profite. Könnte ich den Gargoyle Dragon hier hinten für Rap Value kaufen und den dann erstmal für 1 Million weiterverkauft? Ah, okay. Haben wir schon mal 300.000, 400.000. 1000 Gems Profit einfach so gemacht. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Da hast du deinen Gargoyle Dragon. Offer. 150k. Kann dir ein Secret Key geben, ne? Da hast du ein Secret Key. Was? Huge Rubber Punk and Rainbow. Woher kommt der denn jetzt? 33 Millionen kostet der. Wie viel haben wir denn? Circa 30 Millionen. Weißt du was? Ich gebe dir mein ganzes Inventar für den. Ich gebe dir einfach mein ganzes Inventar. Ist ungefähr ein fairer Trade. Da hast du ein Huge Doodle Cat. Da ein paar Secret Keys. Da noch einen Damage Potion. Ne, den kriegst du nicht. Den behalte ich. Da hast du nochmal ein Lucky Block Buch. Dann zum Schluss kriegst du nochmal alle meine 4 Fruit Eggs. Dann sehen wir schon mal alle Fruit Eggs los und haben sogar noch dazu 2 Millionen Gems Profit gemacht mit dieser Mail. Stabil, nehme ich gerne an. Offer, ich gebe dir 450k für den Teil der Corgi. Da sind deine 450k. 280k. Können wir sogar wirklich machen. 280k gehen wiederum, klar. Da hast du 280k Gems. Packen wir direkt erstmal das Buch rein. Und, oh mein Gott, das ist zu 100% ein Scammer. Dir einen Gem, wenn ich machen möchte, ein Missing Item. Ich wusste, das ist ein Scammer. Oh, Teil der Corgi wurde übrigens gekauft. 2 Cocktails. Ein Fortune Buch. 400k? Ja, komm, machen wir. Ich denke, bei 400k kriege ich schon da raus. Deswegen, das sind vielleicht 100 bis 150k sogar Profit. Also 100k safe. Deswegen nehme ich gerne an, tatsächlich. 33 Millionen. Mach mal Rap-Value raus. Mach mal 33,4. Ich habe das jetzt nicht so nötig, gerade den für Rap-Value schnell zu verkaufen. Nicht wirklich, was ich gerade shoppen möchte. Und der macht 33,4 Millionen. Das ist doch gut. Dann haben wir schon mal den Rubber-Pack weg für Rap-Value. Das ist gut. Gut, jetzt haben wir erstmal 36 Millionen Gems. Jetzt müssen wir die erstmal benutzen. 190k. Kann man machen. 190k für ein Fortune-Buch kann man wirklich machen. So, packen wir ein weiteres nochmal für 229k rein.
600k. Können wir machen, komm. 600k für ein Shiny Hunter Buch können wir gerne machen. Vor allem, weil jetzt momentan auch Shiny Hunter Buch sogar noch gefragt ist, können wir den, glaube ich, sogar für Rap-Value oder ein bisschen weniger als Rap-Value easy verkaufen. Weißt du was? Ich kaufe dir den ab. Da hast du 100k Gems. Wir behalten den einfach mal und gucken, was passiert. 190k für den Blueberry Cow. Ja, können wir gerne machen. Da hast du 160k. Viel Spaß. 200k für den Fireworks Book. Können wir theoretisch machen und dann resellen, aber das Problem ist halt, keiner will Fireworks Bücher, weil die eben halt nicht die besten Bücher sind. 20k für den Secret Key Upper Half. Okay, das ist insane. Das nehme ich gerne an. Ist natürlich von der Zahl her kein insaner Trade. Das sind so 60k Gems Profit. Aber der Prozentsatz, den wir Profit machen, das ist das Insane daran. Die 20 Crystal Keys gönne ich mir und ich gebe dir dafür einen Blueberry Cow. Das passt auch perfekt, dass wir die erstmal billig abkaufen konnten. Was gebe ich dir für die Charmstones? Ich gebe dir irgendwelche Bücher von mir. Na, du kriegst Fortune und Diamond 6. Let's go. Die Bücher auch endlich los. Und vor allem die Charmstones. Boah, die lassen sich gut verkaufen. Da 995k Rap, ich pack die für 949k rein für 50k Under. Und boah, machen wir schnell Profit damit. Ich wette, jemand wird das direkt kaufen. Ich glaube, das wird echt nicht lange dauern, bis jemand das kauft. Oha, die Charmstones wurden gekauft. Der Secret Key wurde gekauft. Das ist doch nice. Gib, was du denkst. Ja, wir können mal gucken, dass wir dir dafür erstmal 160k Gems geben. Wenn wir die Pinatas für Rap-Video verkaufen könnten, das wäre sehr, sehr gut. Das wäre jetzt so ein kleines Experiment, weil wenn wir die wirklich für Rap-Video verkaufen könnten, wenn wir die für unter Rap-Video kaufen und dann wieder teurer verkaufen und immer so weiter, das wäre sehr, sehr gut, wenn das funktionieren würde. Ich bin mir nicht sicher, ob die so gefragt sind, die Pinatas. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie sehr häufig vorkommen. Also wenn du wirklich AFK in der letzten Area farmst, kriegst du die zuhauf. Oh, irgendwas wird gekauft. Die Pinatas wurden gekauft. 140k. Balloon Dragon? Ja, warum nicht? Haben wir zwar kaum Profit, aber haben wir erstmal eine Exclusive für unter Rap-Video gekauft. Nehme ich gerne an. Wollen wir ihm für die Golden Fishing Rod unsere Potion geben? Es wäre vom Rap-Value ein Upgrade. Komm, wisst ihr, was machen wir? Wäre vom Rap-Value ein Upgrade, aber ich glaube ehrlich gesagt wirklich, dass die Cocktail-Potions mehr gefragt sind als goldene Fishing Rods. 55k, willst du ein Exclusive? Wir haben doch hier den Balloon Dragon für dich. Das ist auch ein guter Trade wieder. 397k Rap-Value. Ich gebe dir dafür 15 Crystal Keys. Ich hoffe, das ist fair. Sollte sogar Profit für ihn sein, oder nicht? Entweder bin ich gerade lost oder es ist sogar Profit für ihn. Ein Gem für den Secret Key Lower Half. Komm, nehmen wir an. Ich kann dir leider nicht ein Gem senden, sondern muss dir 10k Gems senden, aber es wäre trotzdem 9k Gems Profit für uns. Das ist gut. 4 Secret Keys. 528k Gems. Ich gebe dir dafür meine beiden Blueberry Cows. Und versuche die dann erstmal für Rap Value wieder zu verkaufen. Außerdem, keiner möchte leider Gottes mein Shiny Hunter Buch kaufen. Das ist ja auch an Rap gedroppt. Kein Wunder, dass das keiner kaufen möchte. Komm, wir machen das jetzt für den neuen Rap Preis rein. Was ist denn das für ein Müll? Okay, Fishing Rod wurde gekauft. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Wäre ein Müll-Item aus meiner Liste wieder weg. Huge Zebra. Ich kaufe den direkt für 9 Millionen Gems ab. Da 9,4 Millionen Gems für dich. Habe ich die direkt abgekauft. Easy peasy. 2 Millionen. Celestial Dragons. Ja, komm, können wir machen. 3 Celestial Dragons für 2 Millionen kaufe ich dir gerne ab. Was sind deine 2 Millionen Gems? 2 Millionen. Machen wir gerne. Ich kaufe dir gerne weitere 2 Millionen Celestial Dragons ab. Beziehungsweise 3 Celestial Dragons für 2 Millionen ab. Kaufe ich dir gerne ab. Huge Emoji Monkey. Ich kaufe dir den direkt ab. Da 18 Millionen kriegst du von mir. Da sind deine 18 Millionen. Die kaufe ich dir direkt ab. Ja, und du kriegst nochmal hier Secret Keys von mir. 4 Stücke. 200k. Ja. Ja. Also ich gebe dir gerne 200k für die Lucky Blöcke. Weil ich bin mir sicher, ich krieg die für besser verkauft. Für mehr als 200k verkauft. Ja, alle unsere Keys nochmal ganz schnell rein. Dann erstmal noch Pinata für Rap Value. Und dann erstmal noch 25 Lucky Blöcke direkt rein. Oder wir machen einfach mal 10 Lucky Blöcke für 150k rein. Mal gucken, ob das gekauft wird. Pinata wurde übrigens gekauft. Falls wir 15k pro Lucky Block verkauft bekommen, dann hätten wir schon nach 15 Lucky Blöcken mehr als 200k raus. Das wäre sehr gut. Please, Pet. 1 Million Gems. Ich könnte jetzt Celestial Dragon anbieten. Das war's dann aber auch. Da hast du einen Celestial Dragon. Viel Spaß damit. So, please, Gems. Gerne. Kriegst von mir 600k Gems für den Celestial Dragon. Da sind deine 600k. 215k. Können wir machen. Da sind deine 215k. 260k, wenn du Ehre hast. Ja, können wir machen. Da sind deine 260k. 260k. Ja, können wir machen. Da sind deine 260k. Huge Enchanted Deer. Huge Nightfall Wolf. Huge Enchanted Deer ist halt nicht cool. Huge Nightfall Wolf ist cool. Ich gebe dir für den Huge Nightfall Wolf 6 Celestial Dragons, eine Huge Zebra und dann nochmal diese 3 Exclusives. Würdest du den Trade annehmen? Und der macht den Trade sehr nice, Leute. Ein kleines Upgrade. Sehr, sehr nice. Und wir haben schon mal sehr viele Exclusives los. Das gefällt mir. Ja, endlich hat jemand Lucky Block gekauft. Das hat 1000 Jahre gedauert. Und ich glaube, Lucky Block will einfach gar keiner. Oh, jemand hat meinen Huge gekauft. Sehr nice. 24 Millionen. Das heißt aber, wir können den Huge Easter Dominus, der 12,6 Millionen Rap hat, kaufen für 11 Millionen. Das ist doch nice. Und da versuchen wir den direkt erstmal so schnell es geht für 12,4 Millionen zu verkaufen. Wisst ihr was? 200k Gems Under machen wir. Willst du meinen
einen Huge Easter Dominus in Gold haben. Huge Peppermint Angelus, warte mal. Ich gebe dir für den Huge Peppermint Angelus den Huge Easter Dominus plus nochmal einen Cool Dragon plus nochmal 7 Millionen Gems. Was hältst du davon? Wäre 1 Million Under. Das wäre 1 Million Under. Warte mal, sorry. Daran habe ich gar nicht, das habe ich nicht überberechnet. Warte, dann kriegst du hier deine 8 Millionen. Kriegst du deine Millionen extra. Let's go. Machen wir den Trade. Let's go. Haben wir schon mal den Trade gemacht. Ein kleines Upgrade zu einem Huge Peppermint Angel. Das gefällt mir sehr. Haben wir wirklich easy Profite gemacht. Eben halt wirklich das goldene Huge für irgendwie 1 Million Under gekauft, das Huge. Ich glaube sogar 1,6 Millionen Under. Das war wirklich insane. Dass wir den für so billig bekommen haben. Ja, ich kaufe dir den für 230k ab. Nice, haben wir schon mal den Trade gemacht. Sehr gut. Können wir den auch erstmal direkt für 5000 Gems mehr flippen. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich auf Trades gehen für die Huge Peppermint Angels und den Huge Nightfall Wolf. Packen den Huge Capybara rein. Kann ich für den Huge Capybara offern? Kann ich. Ich gebe dir für den Huge Capybara Huge Nightfall Wolf plus nochmal Huge Peppermint Angels und dazu nochmal 3,5 Millionen Gems. Let's go. Würdest du den Trade annehmen? Er nimmt den Trade an. Oh mein Gott. Nice. Es ist kaum Profit. Vielleicht 500.000 Gems Profit oder so. Also ich wäre auch über 500.000 hätte ich noch dazu geaddet, hätte er gesagt. Ja, Edde. Aber das waren tatsächlich 500 bis 700.000 Gems Profit. Das ist nice. Jetzt haben wir erstmal hier den Huge Capybara, was ein ultra nice Huge ist. Ich meine, allein in Petzotter X-Zeiten war der Huge Capybara extrem viel wert. Das ist aber gut tatsächlich. Komm, wisst ihr, was Rotofarbe-Mod werden wir auch los. Ich habe doch keinen Bock, das zu behalten. Und ein paar mehr Gems damit zu machen. Ja, 138k. Werfen wir den rein. Vielleicht wird der dort erstmal direkt gekauft. Opfer, habe den doppelt. Ich gebe dir 800k für den Nightfall Wolf. 800k nehme ich den gerne. Da hast du deine 800k. 466.000 Gems. Entweder ich bin gerade wirklich hypnotisiert von diesen Sechsen oder steht wirklich 466.000 Gems. Ah, okay, doch, da steht 466.000 Gems. Nehme ich doch gerne. Die Pinatas für diesen Gempreis nehme ich doch gerne. So, dann versuchen wir die erstmal für Rap Value weiter zu verkaufen. Außerdem müssen wir endlich unsere Schlüssel losbekommen. 162, so. 4,298 Millionen. Plus nochmal ein paar Exclusives. Was dann ungefähr so 5,4, 5,3 wären Offer. Kann die die für 1 Million anbieten? Es wären über 60k Gems Profit, wenn du die für Rap-Video verkaufst. Okay, das ist nice. Wäre auf jeden Fall gut, wenn wir die schon mal los wären, dann könnten wir schon mal anfangen, unsere Exclusives zu verkaufen. Obwohl, könnten uns halt nichts wirklich kaufen mit unseren Gems dann. Ja, lohnt sich nicht. 220k von heute der Pegasus, können wir machen. 3 Diamond Cats. Ich könnte dir meine beiden Exclusives anbieten, auch die Ananasse. Plus nochmal 800k Gems. Let's go, würdest du den Trade annehmen? Komm schon, die Ananasse sind's wert. Und der nimmt sogar den Trade an, das ist gut. Ist ein kleines bisschen Profit, aber es geht eigentlich ehrlich gesagt einfach nur darum, dass ich dann erstmal die schneller verkauft bekomme. Weil Diamond Cats verkaufen sich, glaube ich, wirklich gut. Weil die einfach billiger sind als die anderen Exclusives, die ich hatte. Sie sind billiger als eines von den beiden Exclusives, das ich hatte. Wir haben jetzt alle unsere Items verkauft. Wir gehen jetzt erstmal zum Exclusive Emoji. Das kostet mehr. Schlecht. Wir bräuchten theoretisch 200k Gems mehr, damit wir ein Emoji kaufen können. Das ist tatsächlich schlecht. Alle Gems. Gutschein-Tabuch nehme ich. Für alle meine Gems. Da. 2,77 Millionen. Let's go. Ich habe anscheinend nicht genug. Dann kriegst du 2,76 Millionen. Stimmt, ich brauche ja noch 10.000, um die überhaupt zu senden. Voll vergessen. Da haben wir jetzt erstmal ein Gutschein-Tabuch geholt. Das Gutschein-Tabuch werden wir hoffentlich so schnell es geht verkaufen. Das wäre sehr gut. Wir verkaufen das sogar für 2,9 Millionen. Und wenn wir das für den Preis verkauft bekommen, könnten wir trotzdem uns erstmal ein Exclusive Emoji kaufen. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug. Ich könnte halt einfach das Huge Hunter Buch anbieten. Oder hast du irgendwas Billigeres? Was hast du noch? Das war's. Das war's. Ich kann dir Huge Capybara anbieten. Und 4000 Gems. Mehr kann ich dir nicht anbieten. Okay. Oh mein Gott, was ein Ehremann. Was ein Ehremann. Als ob wir den Trade machen. Ich sage ehrlich, hätte er nicht machen müssen. Hätte er wirklich nicht machen müssen. Das waren wortwörtlich 3,6 Millionen Gems Profit, die ich aus Versehen gemacht habe. Okay, 3,3 Millionen. Aber trotzdem. Das ist insane. Dabei wollte ich eigentlich nur dieses Eck hier.